Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Conny. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Hände hoch! Die Maschinen stoppen! Na los, tu was er sagt. Es handelt sich um den Polizeipräsidenten von Neapel. Er befand sich auf einer Dienstfahrt nach Sorrent. Donnerwetter, die Entführer haben Sinn für Wirkung. Die Entführer haben sich inzwischen mit den italienischen Justizbehörden in Verbindung gesetzt. Sie verlangen die Freilassung von 5 inhaftierten Personen. Wird man auf die Forderungen eingehen? Man muss wohl, will man das Leben des Polizeipräsidenten nicht gefährden. Aber den Entführern ist doch wohl nur an einem der Häftlinge gelegen. Oder wie sehe ich das? Das ist Nummer 1, Giulio De Lis. Kaufmann, Haft noch einen Monat. Delikt, betrügerischer Konkurs. Noch einen Monat? Dann scheidet der wohl aus. Ja, zweierlei ist bemerkenswert. Zum ersten die unterschiedliche Haftzeit zwischen einem Monat und 8 Jahren. Und zum zweiten, dass zwischen den Inhaftierten keinerlei Beziehungen festgestellt werden konnte. Und das ist Nummer 2, Claudio Granetto, Geschäftsmann. Haft noch 1,5 Monate. Trunkenheit am Steuer. Kein Vorkommen. Nummer 3, Giovanni Bianchi, Schlosser. Noch 2 Jahre Haft, mehrmals vorbestraft, sitzt wegen Einbruchsdiebstahls. Ein bekannter Tresorspezialist. Schon besser. Nummer 4, Piero Scarpe, Student. 6 Monate Haft. Delikt, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der 5. ist Luigi Daniero, Drucker. Noch 8 Jahre Haft. Delikt, Geldfälschung. Ich finde Nummer 3 am interessantesten, den Schränker. Vielleicht hat man ein Ding vor und braucht ihn dazu. Ist doch möglich. Gut, Biggi, du übernimmst den Schränker. Grazie. Verzeihung, sind Sie Giovanni Bianchi? Warum? Ich wollte mal fragen, ob Sie mir helfen können. Helfen? Womit? Ich krieg meinen Eisschrank nicht auf. Sehr originell sind Sie nicht gerade. Nein. Aber das soll mir egal sein. Was wollen Sie? Nochmal dasselbe. Ja. So ist richtig. Trinke ich zu viel? Sag nee. Du hast ja einen richtigen Grund heute. Habe ich entlassen. 2 Jahre hätte ich noch brummen sollen. 2 ganze Jahre. 3 Jahre habe ich schon gesessen. 3 ganze Jahre. Ich weiß, mein Lieber, ich weiß. Ich finde es ja auch richtig, dass man dich entlassen hat. Wofür hat man dich denn schon verknackt? Das ist richtig, das war nämlich auch wofür schon. Es war nur ein kleiner Tresor. Wirklich ein ganz kleiner Tresor. Kinderspiel, sage ich dir. Angesetzt, ist schon warm. Wer hat dich eigentlich rausgeholt? Wer? Ich will dir ja sagen, wer mich rausgeholt hat. Meine Freunde, futschen Sie. Vielleicht kannst du woanders mitmachen. Du hast doch Beziehungen. Die wollen mich nicht. Keiner will mich, weißt du? Wir haben die ein Ding vor. Ganz großes Ding.
Wer? Wer hat ein Ding vor? Das weiß ich nicht, aber die haben ein Ding vor. Nun sag schon. Mach mal dasselbe. Becky, was ist denn los? Wo warst denn du so lange? Überall. Der Mann ist ein einziges Loch. Ja, und du hast einen Rausch wie ein Haus. Aber es hat sich gelohnt. Bitte bring mich ins Bett. Da oben ist der Spielclub Cherubino, irrsinnig exklusiv. Da soll das Ding steigen. Raubüberfall? Nee, Tresor. Die Scheine werden nur einmal im Monat zur bank gebracht. Da sammelt sich eine hübsche Menge an. Giovanni selbst ist nicht mit von der Party? Zu seinem Leidwesen, er hat nur Wind bekommen. Dann müssen Sie sich da mal umschauen. Aber wie kommen wir da rein, als Spielerin? Nein, dazu braucht man besondere Ausweise und die muss ich erst besorgen. Schauen wir uns den Laden doch erst mal ohne Ausweise an. Für die Bank. 20. Und der Betrieb geht 24 Stunden? Nein, um 2 Uhr nachts wird geschlossen. Dafür fangen Sie am Nachmittag wieder an. Wenn mich mein Zockerauge nicht täuscht, spielen Sie La Fontana. Hm? Nie gehört. Ein nicht sehr feines Spiel, so ähnlich wie 17 und 4. Aber man kann irre dabei gewinnen. Sicher auch irre dabei verlieren. Und was für ein Ding soll hier steigen? Wenn wir also annehmen, dass ein Coup auf den Tresor dieses Spielclubs geplant ist, dann fällt auch der fünfte, der Geldfälscher, weg. Bleiben die beiden anderen. Ich kann ja mal rangehen an diesen Giulio. Falsch. Nicht rangehen. Kommen lassen muss man den Mann. Neugierig muss man ihn machen. Und zwar so, dass er notwendigerweise kommen muss. Notwendigerweise. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen, Sir. Du, Conny? Nehmen wir einmal an, einer dieser Herren gehört zu einer Bande, die den Tresor dieses Clubs in den nächsten 3 Tagen knacken will. Plötzlich taucht eine andere Bande auf, die das gleiche vorhat. Sir, Sie wissen, wie gerne wir Halunken spielen. Bloß, wo kriegen wir ein überzeugendes Image her? Ein Blick in die internationale Presse der nächsten Tage wird genügen. Stichwort Baden-Baden. Ich werde eine Ente lancieren. Außerdem schicke ich euch noch einige Erkennungszeichen. Bis dahin haben wir Sendepause. Ich hoffe, ihr nützt die Zeit, inzwischen einige heiße Drähte zu knüpfen. Okay, Sir. Machen Sie mir eine Verbindung mit Baden-Baden, dem Spielcasino, mit Wiesbaden, dem Bundeskriminalamt und natürlich Europol. Weißt du, bist schon auf? Mhm. Wo hast du denn die Klunkern her? Hat ein Kurier gebracht. Zusammen mit den gestrigen Abendzeitungen. Sir hat prompt gearbeitet. Hier, lies. Dreister Einbruch in Spielbank? Wie viel? Das kommt drauf an. Wie bitte? Ich möchte mit Ihnen sprechen, geschäftlich. Ölwechsel, Signorina? Annette nannte mir Ihren Namen. Sie meinte, Sie seien zuverlässig, außerdem ein Könner in Ihrem Fach. Ich bin Tankwart. Mhm. Mailand, Nationalbank. Da haben Sie fabelhaft getankt. Was wollen Sie von mir? Vor kurzem hatten wir in Baden-Baden einiges zu erledigen. Ein lukrativer Aufenthalt. Oh. Und nun möchte meine Chefin hier ins Geschäft einsteigen. Aber dazu braucht sie Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen. Das tun Sie doch, oder? Ich denke schon. An welches Objekt dachten Sie denn so? Ischia und Baden-Baden haben eines gemeinsam. Die Thermalquellen. Richtig. Aber noch etwas. Die Spielbank? Psst. Wollen Sie bei uns mitarbeiten? Da muss ich erst meinen... Jetzt werde ich verrückt. Aber nicht zu lange, die Sache eilt. Die haben Ding vor, Chef. Club Cherubino, noch diese Woche. Du bist übergeschnappt. Wer? Du hast doch gelesen von der Sache in Baden-Baden. Ja, ja, ja. Saubere Arbeit von den Kollegen. Kollegen?
Kollegin, Chef. Die bin ich jetzt hier im Club Cherubino. Ich werde dir mal was sagen, du hast dir einen Bären aufbinden lassen. Oder du warst besoffen. Chef, ich trinke fast nie. Die Mitarbeiterin von der Chefin, die hat einen Ring an. Genau den, der jetzt in der Zeitung steht, Chef. Tod sicher hier. Herrliche Aussicht hat man von hier aus. Wunderbar. Ein schönes Fleckchen Erde. Und der Friede ringsum. Tja, man sollte nicht glauben, dass auf dieser schönen Welt so hässliche Verbrechen geschehen. Sie haben recht. Die Menschen. Ihnen geht es nur ums Geld. So ist es. Einen zauberhaften Ohrschmuck haben Sie, der gnädige Frau. Sehr geschmackvoll. Danke für das Kompliment. Ich konnte ihn neulich sehr günstig erwerben. Er erinnert mich an den Familienschmuck der Gräfin Marigny. So? Oh ja, ich habe von diesem Schmuck gelesen. Die Gräfin hat ihn in Baden-Baden bei der Spielbank hinterlegt, als Sicherheit. Sie muss an dem Abend sehr viel verloren haben, die Arme. In derselben Nacht wurde in der Spielbank eingebrochen. Jetzt hat sie auch noch den Familienschmuck verloren. Tja. Wohin die Spielleidenschaft so führt? Sie sagen es. Sie sind geschäftlich, Iskia. Ja. Sollten wir zufällig auf demselben Gebiet arbeiten? Möglich. Das wäre peinlich. Ich habe sehr gute Mitarbeiter. Aber ich habe vielleicht den besseren Plan und die bessere Methode. Tja, gnädige Frau, Ihr Ohrschmuck ist verführerisch. Gut. Mit einer Dame zusammenzuarbeiten, die geschäftlich so erfolgreich ist, kann mir nur ein Vergnügen sein. Ich denke, wir sollten über eine Fusion reden. Nein, abwarten. Erst muss die Sache abgeschlossen sein. Ich rufe an. Der Patient bleibt, wo er ist. Ich nehme an, es handelt sich um den Mann, dem Sie Ihre vorzeitige Entlassung verdanken. Er ist krank? Ja, er ist zweifellos leidend. Dann ist der Oberbulle also nach wie vor in Gefahr. Peggy, wie redest du denn von einem Polizeipräsidenten? Das bedeutet, dass ihr auf alle Fälle mitmachen müsst, bis ihr seinen Aufenthaltsort wisst. Ich nehme an, die Sache steigt heute Nacht? Warum so hastig? Weil übermorgen die Konzession des Spielclubs abläuft. Um 4 Uhr, es ist dann bereits hell, überfallen wir die Wache beim Pförtner und zwingen sie, uns den Weg zum Tresor zu zeigen. Um 6 Uhr, noch bevor die Ablösung eintrifft, sind wir fertig. Aber, Gewalt, Überfall. Nein, meine Herren, das Risiko ist viel zu groß. Jedes Geschäft birgt sein Risiko. Nicht, wenn man die bessere Methode hat. Haben Sie eine? Aber dazu brauche ich keine Maschinenpistole. Wenn ich Sie recht verstehe, geht es doch lediglich darum, den Ort zu finden, wo der Tresor eingebaut ist. Lediglich ist gut. Dieses Labyrinth, das sich Kastell nennt, hat unzählige Kasematten, Gänge, Räume. Um alles systematisch zu durchsuchen, brauchte man Jahre. Und übermorgen läuft die Konzession ab und dann ist der Tresor leer. Wir wissen das. Sie warten morgen früh um 4 Uhr beim Pförtner auf mich. Ich werde Ihnen den Weg zum Tresor zeigen. Wie wollen Sie den finden? Ich habe da so meine Methoden. Die Bank hat 19. Verloren. Gewonnen. Gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich auch. Meine Damen und Herren, das letzte Spiel. Mindesteinsatz 100.000. Wer geht mit?
Banco, 100.000. Banco? Wer spielt? Ich. Ich auch. Ich spiele mit. Ich auch. Ich spiele. Ich spiele auch. Minimum 100.000. Und wer spielt noch? Eine Karte, 300.000. Keine. 500.000 Lire. Eine Karte, 100.000. Ich passe. Eine Karte, 100.000. Banca 20. Gewonnen. Hab verloren. Verloren. Ich hoffe, du hast verloren. Hab ich. Dabei hatte ich 21 auf der Hand. Ich hätte ganz schön kassieren können. Hab ich dann schweren Herzens dazu gekauft. Und die Scheine? Dürften im Tresor sein. Das war das letzte Spiel. Hm. Selbstverständlich. Was ist denn das? Ein Geigerzähler. Ich glaube kaum, dass die Radium im Tresor haben. Ich schon. Die Chefin hat gestern Abend sehr viel verloren. Na und? Bares Geld. Scheine. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, Chef. Verstehst du das? Natürlich, du Trottel. Wir haben die Scheine präpariert. Radioaktiv. Die ticken. Ticken. Maurizio! Was? Isotopisiert. Und geh schon. Ich geh mal einen Moment weg. Pass gut auf ihn auf. Wir sind jetzt hier. Wie viel? 20. Sie haben recht, gnädigste. Sie sind dran. Ich bin schon sehr gespannt. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Warten Sie bitte draußen. Ja, meine Methode ist nämlich Betriebsgeheimnis. Maurizio. Warten Sie bitte draußen. Thank you.
Matteo? Ja? Maurizio? Ist es soweit? Und was wird mit dem Herrn Polizeipräsidenten? Den können Sie ja nun entlassen. Das könnte ich. Allerdings bin ich da in einer gewissen Zwangslage. Dafür ist er jetzt in einer Zwangsjacke. Hallo, Biggie. Ja, ich höre. Wenn ich überhaupt noch kombinieren kann, dann haben Sie den Polizeipräsidenten in eine Klapsmühle gebracht. Okay, ich werde mich mal in den einschlägigen Häusern umsehen. Nach einem kleinen Umweg über die Polizeistation, das hast du doch wohl noch nicht vergessen. Fünf Bullen stehen bei Fuß. Okay. Übrigens, in eine Klapsmühle kommt man leichter rein als wieder raus. Ich bin ja nicht blöd. Schau. Oh. Ja, nicht wahr? Ich finde, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, an Teilung zu denken. Wie viel glauben Sie, kommt auf jeden? Ich würde sagen, 4 bis 5 Millionen sind hier verpackt. Also 2,5 für jeden. Mhm. Wollen Sie mal sehen? Na, immer noch nicht langweilig? Wie wär's mit einem Nickerchen? Oh! Au! Da ich das Ergebnis unserer Fusion höher eingeschätzt habe, sehe ich mich leider gezwungen, unsere Geschäftsverbindung zu lösen. Was heißt das? Darf ich Sie bitten, in den Tresor zu treten? Das wird nur 20 Minuten dauern, bis Sie wieder frei sind. Sie irren! Es wird 20 Jahre dauern, bis Sie wieder frei sind. Ja, ja. Sie sind sehr drollig. 20 Jahre? Hände hoch! Habe ich das Vergnügen mit dem Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Dr. Vallone? Ganz recht, mein kleines Fräulein. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie irgendwelche Beschwerden? Herr Doktor, ich bin Agentin von Europol. Ha? Agentin. Europol? Ist was? Nein. Es ist gut, dass Sie von selbst zur Behandlung kommen. Dieser Tag hatten wir einen Neuzugang, ganz ähnliche Symptome. Glaubt, Polizeipräsident zu sein. Oh, den möchte ich kennenlernen. Ich bin wirklich Agentin von Europol. Ja, selbstverständlich. Sie sagen das nicht weiter, Doktor? Nein. Gewiss nicht. Cäsar und Napoleon? Ja. Und Sie sind der Polizeipräsident? Ja. Moment, woher wissen Sie das? Und wie hast du den Polizeipräsidenten wieder aus der Klapsmühle rausbekommen? Ich habe noch mehrere Rollen gespielt, von Messalina bis Lady Hamilton. Der Polizeipräsident war übrigens als Lord Nelson ungeheuer eindrucksvoll. Na und? Wir haben die Schlacht von Trafalgar nochmal geschlagen und gewonnen. Ach, der arme Präsident ist also tot? Nee, wieso? Conny? Lord Nelson fiel in der Schlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805. Trotzdem, Sir, wir haben gewonnen. Okay, Biggie.